Ja, willkommen zurück zu unserer Videoserie über die Vorbereitungsplanung im Amateurfußball. Heute geht es um Woche 5, die Taper-Phase. Dabei schauen wir uns an, wie du die Ermüdung aus deinen Spielern komplett rausbringst und gleichzeitig ihre Topform entwickelst, ohne sie zu sehr zu belasten und ohne Verletzungen zu riskieren. Hi, mein Name ist Alex Delpy, ich bin studierter Sportwissenschaftler und habe mich auf die Bereiche Fitness, Athletik und Belastungssteuerung im Fußball spezialisiert. Und wir legen auch gleich los. Hier siehst du nochmal die lineare Periodisierung, das zugrunde liegende Modell in unserer Vorbereitungsplanung. Wir sind jetzt hier in etwa bei dem roten Bereich, an dem sich Volumen und Intensität schon überschnitten haben. Das bedeutet, das Trainingsvolumen, die Anzahl der Trainingseinheiten geht zurück und die Intensität steigt an. Also die einzelnen Trainingseinheiten werden intensiver. Hier auch nochmal eine Übersicht der Inhalte in Woche 5. Wir haben keine anaeroben Läufe mehr, wir haben kein Lower Body mehr, wir haben kein Core mehr, sondern wir haben nur noch Technik, Taktik. Auf Taktik liegt auch ein Fokus in Woche 5. Plyometrics, diese schnell und explosiv kräftigen Übungen, die du ja schon aus Woche 3 und Woche 4 kennst. Koordination, die inter- und intramuskuläre Koordination der Muskulatur, die du auch aus Woche 3 und Woche 4 kennst. Und wir haben einen neuen Inhalt, und zwar Sprints. In den Sprints setzen wir die Kraft, die wir uns in den ersten Wochen geholt haben und umgewandelt haben, nun fußballspezifisch auf den Platz um. Ja, in Woche 5 geht es um die sogenannte Taper-Phase. In der Taper-Phase versuchen wir als Trainer die Belastung so zu steuern, dass wir die Ermüdung aus den Spielern, die wir ja in den ersten 4 Wochen induziert haben, durch erhöhtes Trainingsvolumen, durch den immer ansteigenden Charakter der Trainingseinheiten und vor allem die Intensität, dass wir diese Ermüdung rausbekommen aus den Spielern. Denn wir wollen ja, dass sie zum Saisonstart am Ende von Woche 6 dann topfit sind und auch ihre Topform entwickeln können. Und dazu müssen wir eben schauen, dass wir die Ermüdung aus den Spielern rausbringen. Das schaffen wir durch stark verringerten Trainingsumfang. Das bedeutet, wir trainieren wenig. In unserem Beispiel wird dir das hier gar nicht so auffallen, weil wir ja die Kreisklasse als Beispiel haben. Hier trainieren wir ohnehin relativ wenig, also mit geringem Umfang. In der Oberliga zum Beispiel würde dir das aber ganz stark auffallen, denn hier hast du statt 4 oder 5 Trainingseinheiten in der Taper-Phase plötzlich nur noch 2. Und auch hier musst du als Trainer darauf achten, das einzuhalten. Denn es ist ganz, ganz entscheidend, dass deine Spieler genug Zeit zur Regeneration haben, vor allem da wir auch in der Taper-Phase die Trainingsintensität in den einzelnen Einheiten nochmal steigern. Das bedeutet, deine Spieler brauchen nochmal mehr Zeit, um sich zu erholen, weil ja der Trainingsreiz größer ist. So, und ich versuche dir jetzt das Ganze, was ich gesagt habe, nochmal anhand von einigen Grafiken zu erläutern. Hier siehst du das Prinzip der Superkompensation. Das ist im Endeffekt das zugrunde liegende Modell der Reizanpassung. Das bedeutet, wie passt sich der Körper der Spieler an, wenn ein Reiz auf ihn wirkt? Du siehst hier auf der linken Seite die sportliche Leistungsfähigkeit und den Ausgangszustand. So, wir starten also hier bei 1 mit einem Belastungsreiz. Also wir trainieren unseren Spieler. Dann geht die sportliche Leistungsfähigkeit natürlich nach unten, weil der Spieler ermüdet. Hier ab dem Punkt setzt die Regeneration ein, der Spieler erholt sich. So, du siehst es hier schon, 2 Regenerationsphase. Der Spieler regeneriert sich bis zum ursprünglichen Ausgangszustand und dann setzt die Superkompensation ein, weil der Körper ja sagt, hoppala, der Reiz war mir zu hoch, auf den muss ich nächstes Mal besser vorbereitet sein. Und deshalb superkompensiert er. Das heißt, er passt seinen Ausgangszustand, seine sportliche Leistungsfähigkeit erneut an und hat dann hier mit 3 einen neuen Trainingszustand, also eine erhöhte sportliche Leistungsfähigkeit. Optimalerweise findet dann der nächste Reiz, also das nächste Training, hier an diesem Zeitpunkt statt. Denn du merkst schon, so wird sich die Leistung deines Spielers kontinuierlich erhöhen. Schauen wir uns nun aber mal an, wie das genau aussieht. Das siehst du hier in der unteren Grafik. Also hier nochmal, der Trainingsreiz, Ausgangszustand bzw. sportliche Leistung nimmt ab.
Hier setzt die Erholung ein und hier die Superkompensation. So, dann kommt hier an diesem Punkt der neue Trainingsreiz. Würde der Punkt hier nicht kommen, wird es übrigens in grün weitergehen, also die Leistung würde wieder aufs Ausgangsniveau absinken. Das bedeutet, wenn du zu lange wartest mit den neuen Reizen, also zu viel Pause gibst, dann verpufft das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wieder. Der Reiz muss also optimal gesteuert sein. So, wir sagen mal, der neue Reiz ist optimal gesteuert. Hier findet er statt. Dann findet natürlich wieder der Superkompensationszyklus statt. Dein Spieler wird ermüdet. So, die Ermüdung, die Leistungsfähigkeit nimmt natürlich nicht mehr so weit ab wie davor. Trotzdem nimmt sie noch in Relation gesehen genauso viel ab wie davor. Steigt dann wieder an durch die Erholung. Und hier in grün findet die Superkompensation statt. Das Leistungsniveau ist wieder erhöht. Also, du siehst auch hier schon diese ständig aufsteigende Kurve des Leistungsniveaus, wenn die Belastungsreize und die Erholung entsprechend getaktet sind. Hier oben siehst du, was passiert, wenn die Belastungssteuerung nicht optimal gestaltet ist. Also wenn der nächste Reiz zu früh kommt. Wir starten auch hier wieder mit unserem Ausgangsniveau mit einem Reiz. Der Spieler ermüdet, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Hier setzt die Erholung ein. So, und hier ab diesem Punkt würde die Superkompensation einsetzen. Die kann aber gar nicht einsetzen, weil der neue Reiz ja schon kommt, bevor die Superkompensation überhaupt da sein kann. So, ab diesem Punkt, ab dem neuen Reiz, findet ja der nächste Zyklus der Superkompensation statt. Die Leistungsfähigkeit nimmt weiter ab, würde sich hier wieder erholen. Hier würde wieder die Superkompensation stattfinden, kann aber nicht stattfinden, weil der nächste Reiz schon wieder zu früh kommt. Und so siehst du, dass das Leistungsniveau ständig absinkt und der Spieler im Endeffekt an Leistung verliert, beziehungsweise langfristig oder hier auch relativ kurzfristig, wenn die neuen Reize so schlecht gesetzt sind, verletzt sein wird. Also du merkst, wenn die Belastungssteuerung nicht passt, dann kann man hier als Trainer mehr kaputt als gut machen. Und leider sehe ich das häufig, vor allem auch in den unteren und mittleren Amateurklassen, dass hier einfach zu viel trainiert wird, zu viele Spiele in einer Woche ausgemacht werden, teilweise 3 Spiele in einer Woche. Das ist einfach deutlich zu viel für einen Amateursportler. Deine Spieler brauchen genug Zeit, um sich zu regenerieren. Nach einem Spiel, bei dem es wirklich zur Sache ging, sagt man 2 bis 3 Tage. Und die kannst du ihnen natürlich gar nicht geben, wenn du in einer Woche nur 7 Tage zur Verfügung hast und 3 Spiele machst. So, und jetzt schauen wir uns noch an, wie wir die Taper-Phase konkret in der Woche in den einzelnen Trainingseinheiten umsetzen. Dazu müssen wir natürlich nochmal auf Woche 4 gehen. Das Ende der Woche 4 bestimmt dann den Anfang von Woche 5. Hier sehen wir nochmal, wir hatten Freitag eine relativ lange Einheit und Samstag das Spiel. Das heißt, Freitag, Samstag war ein großer Belastungsblock. Das bedeutet, wir brauchen Sonntag auf jeden Fall Zeit zur Regeneration und du wirst es jetzt auch sehen, Montag auf jeden Fall Zeit zur Regeneration. Ich habe jetzt hier Dienstag die nächste Einheit geplant. Das orientiert sich daran, wann das Spiel am Wochenende ist. Also ich habe hier mein Spiel am Samstag, deshalb trainiere ich Dienstag und Donnerstag. Mittwoch und Freitag ist frei, weil wir auch hier wieder die Zeit zur Regeneration brauchen. Nochmal zur Erinnerung, die einzelnen Einheiten sind ja jetzt intensiver. Das heißt, 2 Einheiten hintereinander zu machen in der Kreisklasse wäre absoluter Selbstmord. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn ich Sonntag spiele, wie würde ich es dann steuern? Wenn ich Sonntag spielen würde, hätte ich Freitag eine Einheit und Mittwoch eine Einheit und würde tatsächlich Montag, Dienstag auch noch frei machen. Also hätte 3 freie Tage mit Sonntag, Montag und Dienstag und würde den Jungs wirklich diese Pause gönnen, um sich nochmal vollkommen zu erholen, um diese ganze Müdigkeit, diese ganzen schweren Beine wegzubekommen. Denn wir wollen ja hier nochmal frisch starten und wir wollen die Intensität ja nochmal nach oben fahren. Gut. Dienstag starten wir mit Koordination, intramuskuläre Koordination kennst du schon aus den Wochen davor. Danach Plyometrics, schnell und explosivkräftige Übungen kennst du auch schon. Danach eine kurze Taktikeinheit mit einer Intensität, die ja, nahezu null ist. Technik, Intensität hier auch sehr, sehr gering. Du siehst auch hier wieder, haben wir Technik relativ weit zum Ende des Trainings, weil wir nicht in der
Neulernphase sind, sondern schon in der Technikerhaltphase. Das bedeutet, deine Spieler haben eine gewisse Vorbelastung und müssen trotzdem noch die richtige Technik umsetzen. Und danach haben wir noch eine Spielform mit 30 Minuten, hier mit hoher Intensität. Auch ganz, ganz wichtig, die Intensität in Woche 5 muss zur Woche 4 nochmal gesteigert werden. Das machen auch viele Amateurtrainer falsch, weil sie meinen, ja, in der Taper-Phase muss ich nochmal komplett nach unten fahren. Ja und nein, ich fahre das Volumen nach unten, also die Anzahl der Trainingseinheiten, aber die Intensität bleibt oben, beziehungsweise wird sogar nochmal gesteuert. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn die Intensität nicht nach oben geht, ich kann es dir nochmal hier zeigen, so, wenn die Intensität nicht gegeben ist, dann wird die Superkompensation gar nicht stattfinden, denn wir sind jetzt hier hinten. Sagen wir mal, wir starten hier auf dem Ausgangsniveau. So, der Reiz ist so gering, dass die Erholung relativ schnell gegeben ist. Du siehst ja hier, der Reiz ist relativ stark. So, die Erholung ist relativ schnell gegeben, dann findet die Superkompensation statt und hier findet erst das nächste Training statt, dann verpufft ja dieser Effekt schon wieder. Das bedeutet, die Superkompensation, die relativ gering war, ist hier schon wieder zu Ende, weil der Körper natürlich wieder in seinen Ausgangszustand zurückgehen will. Und dein Training hat nichts gebracht. Auch deshalb muss die Intensität wirklich hoch sein. So, Donnerstag starten wir wieder mit Koordination, analog zum Dienstag. Danach kommt eine Einheit Sprint. Hier geht es wirklich darum, dass wir diese Kraft, die wir uns in den ersten Wochen geholt haben, über Kraftausdauer, die wir umgewandelt haben, über Plyometrics zu Schnell- und Explosivkraft, jetzt fußballspezifisch auf den Platz bringen. Das bedeutet, wir machen verschiedene Sprünge in Verbindung mit Antrittsschnelligkeit, wir machen verschiedene Antritte nach Kommandos, also wirklich so, wie wir es dann auf dem Platz auch später haben. Ganz wichtig ist, dass diese Einheit zu Beginn stattfindet, also nicht am Ende. Wir müssen hier relativ frisch sein, wir dürfen keine Ermüdung haben davor und die Sprints müssen zu 100% ausgeführt werden. Wenn deine Spieler sie nicht zu 100% ausführen, und zwar bei jedem Sprint, dann bringt ihnen das Training leider nichts. Deshalb auch zwischen den Sprints wirklich viel Pause einplanen. Also bei mir sind es in etwa 1,5 bis 2 Minuten nach jedem Sprint, der Pause ist. Denn so kann ich wieder gewährleisten, dass meine Spieler fit sind und beim nächsten Sprint 100% geben. Danach machen wir 20 Minuten Taktik, 20 Minuten Technik, auch hier wieder wirklich ohne Intensität. Dann eine Spielform mit 15 Minuten mit hoher Intensität und eine Spielform mit 15 Minuten mit mittlerer Intensität. Vorsicht! Bitte hier wirklich auch schauen, dass die Intensität einmal hoch ist. Denn wenn ich jetzt 30 Minuten mit mittlerer Intensität trainieren würde, dann hätte ich einen anderen Effekt, als wenn ich 15 Minuten hohe Intensität und 15 Minuten mittlere Intensität habe. Freitag nochmal frei, Samstag dann das letzte Vorbereitungsspiel. Auch hier werde ich wieder nicht alle Spieler einsetzen können. Und deshalb bekommen die Spieler, die wenig spielen oder gar nicht spielen, ein Ersatzprogramm, damit sie am Ende von Woche 5 genauso ausbelastet sind wie alle anderen Spieler. Ja, das war's auch schon wieder mit Woche 5 mit unserer Taper-Phase. In der nächsten Woche, in Woche 6, schauen wir uns an, wie wir den Übergang zwischen Vorbereitung und Saisonstart meistern und wie wir die Belastung steuern müssen, um die Spieler zum ersten Saisonspiel in Topform bzw. topfit zu erhalten.